Hallo, hier bei Johannas Land, Leben und Küche. Auf Instagram habe ich ja die Umfrage gemacht, welche Rezepte ihr sehen möchtet. Das erste Rezept habe ich euch ja schon gefilmt und bereitgestellt. Das waren die Dinkelbrötchen mit den verschiedenen Toppings in den Förmchen gebacken. Und heute gibt es gefülltes Fladenbrot nach veganer Art. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. An Gegenständen brauchen wir heute unser Schneidbrett, ein großes Messer, ein kleines Messer. So ein scharfes Messer. Ich habe jetzt hier eins mit Riffeln genommen, weil das erfahrungsgemäß noch besser schneidet als eins dieser Messer. Eine Gabel, einen großen Löffel, eine Pfanne, einen Pfannenwender oder Spatel, einen Topf mit Schneebesen, zwei Schalen und eine kleine Servierschale. Ich benutze jetzt auch wieder so eine Knoblauchpresse. Sterneköche raten ganz entschieden davon ab, denn beim Durchpressen hier wird ganz viel Struktur vom Knoblauch zerstört, sodass diese ätherischen Öle in dem Knoblauch flöten gehen. Wir benutzen aber so viel Knoblauch, kochen so viel mit Knoblauch, dass das für mich in dieser Art echt eine Arbeitserleichterung ist. An Zutaten brauchen wir heute ein Fladenbrot. Soll es wirklich richtig vegan sein, fragt bitte beim Kauf oder schaut hinten auf die Inhaltsangabe. Dann brauchen wir zwei Frühlingszwiebeln, eine Avocado, ein bis zwei Tomaten, das ist jetzt hier die Sorte San Marzano, eine Knoblauchzehe, Salat, eine Zwiebel, etwas Petersilie, 700 Gramm passierte Tomaten, das sind jetzt selbstgemachte passierte Tomaten, da habe ich im Herbst euch gezeigt, wie man das selber machen kann, Bratlingsmasse. Dies ist jetzt eine Getreidebratlingsmasse, die für 5 bis 6 Getreidebratlinge eigentlich reicht, nur wir verwenden sie heute anders. 10 Gramm Zitronensaft, 5 Gramm Salz, 10 Gramm Tafelessig, ich verwende Tafelessig, weil er keinen großen Eigengeschmack mitbringt, und 15 Gramm Zucker. Zum Abschmecken nehme ich hinterher immer noch schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Im allerersten Schritt gebe ich die Bratlingsmasse in eine größere Schale und gebe nach der Anleitung das dementsprechende Wasser dazu. Vermische alles, denn dies muss jetzt, ja, bei meiner Anleitung steht jetzt 15 bis 20 Minuten quellen. In der Zwischenzeit schneide ich die Avocado auf. Drehe das Ganze und höhle mit dem Löffel das Fruchtfleisch aus. Achtet da bitte drauf, sollte sie jetzt hier schwarze oder dunkle Stellen haben, schneidet das bitte raus. Hier mache ich jetzt einmal mit dem Messer so rein, bewege den Kern und kann ihn dann so rausheben. Kann auch sein, dass Avocados manchmal noch zu fest sind. Dann geht das ganz, ganz schwierig raus. Jetzt gebe ich den Zitronensaft dazu und drücke alles mit der Gabel schön klein. Auch hier, die ist noch ziemlich fest, die Avocado. Da müsst ihr jetzt erstmal so ein bisschen kleinere Teile euch machen, bevor ihr es dann wirklich mit der Gabel schön klein drücken könnt. Es sollte bei euch jetzt so aussehen wie bei mir. Warum mache ich hier jetzt nicht noch weitere Gewürze dran? Ganz einfach, das ist keine richtige Guacamole. Das ist einfach jetzt eine Avocado-Paste und Zitrone ist da reingekommen, damit sie nicht gleich dunkel anläuft. Als nächstes schäle ich den Knoblauch. Die passierten Tomaten gebe ich in den Topf. Ich spüle alles immer noch mal mit einem Schluck Wasser aus, damit ich wirklich alles aus dem Glas herausbekomme. Jetzt gebe ich den Essig, den Zucker und das Salz dazu, genauso wie die Knoblauchzehe. Hier unten.
Und auch hier innen drin die Reste rausgeholt. Das alles zusammen kochen wir jetzt einmal auf. Jetzt können wir zur gleichen Zeit auch schon die Bratlingsmasse braten. Wird das ganze Wasser komplett aufgenommen. Ich gebe jetzt in meine Pfanne einfach nochmal einen Schluck Öl. Müsst ihr nicht unbedingt tun, nur bei meiner Pfanne mache ich das. Und jetzt gebe ich alles hier rein. Verteile es schön flach und lassen es anbraten. Alles dampft bereits. Hier vorne die Platte schalte ich jetzt wieder runter, lasse es ein wenig abkühlen und probiere alles. Bei der Bratlingsmasse bin ich von Stufe 9 auf Stufe 6 runtergegangen. Also wir wollen ja angebraten haben und nicht, dass ruckzuck schwarz wird. Das ist nämlich das letzte Mal passiert. Da war die Hitze so groß, dass mir dann ein Teil schwarz geworden ist. Die Soße ist jetzt abgekühlt. Nun probiere ich. Mit der Säure und dem Zucker, das schmeckt mir ganz gut. Nur ein bisschen Pfeffer fehlt jetzt noch. Schmeckt bitte für euch die Soße so ab, wie ihr das am liebsten mögt. Auch die Getreidebratlingsmasse sollte bei euch jetzt so aussehen wie bei mir. Bevor ich jetzt mein Gemüse schneide, bereite ich das Fladenbrot vor. Und zwar teile ich es in 4 gleich große Stücke. Schneide es hier auch in der Mitte schon auf. Passt bitte auf, dass ihr es nicht bis ganz hinten durchschneidet. Dann ist das nachher nämlich blöd beim Essen. Und jetzt? Das Fladenbrot geht jetzt in den Backofen für 7 Minuten in etwa bei 100 Grad. Wir wollen es ja nur schön warm machen, nicht irgendwie noch backen. Deswegen nur 100 Grad und 7 Minuten. Bei Umluft mache ich das bei meinem Ofen. Guckt da bitte bei euch, welches Programm bei euch für dieses Aufwärmen am besten funktioniert. Ich schäle die Zwiebeln. Sind jetzt auch noch eigene aus dem Garten, wobei der Vorrat sich langsam dem Ende zuneigt. Ich muss nächstes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr unbedingt mehr Zwiebeln anbauen. Die gewaschene Petersilie stripple ich jetzt ab. Man könnte jetzt die Stängel auch mit verwenden, nur die sind so hart und ist nicht so schön zum Kauen. Das Ganze hacke ich jetzt einmal leicht. Geht auch mit auf den Teller. Die Frühlingszwiebeln befreie ich von der Wurzel. Jetzt werden sie einfach in Ringe geschnitten. Bei dem Salat gucke ich noch mal, befreie ich von dem äußeren Blatt. Ziehe jetzt, wenn ich oben einschneide, einige Blätter runter. Wasche sie nochmal. So frisch abgespült
zupfe ich sie ein bisschen kleiner und lege sie auf einen zweiten Teller. Wenn euch dabei jetzt irgendwelche Stellen auffallen, könnt ihr die jetzt hier einfach dann so mit rauszupfen. Ich schneide den Salat nicht, sondern ich rupfe ihn, weil wenn man ihn schneidet, dann läuft er an den Kanten schneller dunkel an. Macht das so, wie ihr es gerne mögt. Wenn ihr es doch lieber ganz klein nur mögt, dann macht er einfach kleinere Stückchen. Und erst jetzt, ganz zum Schluss, schneide ich die Tomate, damit mir der Teller nicht so voll saftet. Und zwar bei der San Marzano ist das so schön. Man kann ganz viele dünne Scheiben aus ihr schneiden. Hierfür nehme ich halt dieses Riffelmesser, weil das einfach viel besser funktioniert als mit den glatten Klingen. Kopf und Ente lege ich zur Seite, da kann ich nachher noch was mitmachen. So, das Ganze wird einfach so ein bisschen hier drauf drapiert. Ihr könntet das jetzt so auf den Tisch stellen. Dann würde ich allerdings ein kleines Messer dazulegen, damit sich jeder die Zwiebel schneiden kann. Ich mache jetzt noch was anderes. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde die heute einfach mal hobeln. Und zwar nicht in Ringform, sondern so aufrecht, weil das so eine flache Zwiebel ist. Und zwar die Sorte Stuttgarter Riese. So. Diese Scheibchen kann sich dann jetzt auch hier jeder einfach nach Herzenslust nehmen. Und so aufgetischt kann das Ganze auch für eure Familie und eure Gäste aussehen, so dass sich jeder selber mit einem Teller bewaffnet, mit einem Messer und sich ganz individuell sein Fladenbrot selbst zusammenbastelt. Kann man auch sehr schön vorbereiten schon, so dass man dann, wenn man zum Beispiel eine Party hat, gar nicht mehr so viel da in der Küche stehen muss und kochen muss. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.